Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships. Ich bin mal wieder die Udaloy. Die Udaloy hat immerhin den Torpedoausbau von mir spendiert bekommen. So kommen wir jetzt immerhin auf 10 Kilometer. Hab das jetzt tatsächlich den Rumpfausbau erstmal vorgezogen. Denn ja, lieber ein bisschen auf Stealth auch und Distanz torpen können. Mal schauen, ob das was bringt. Ja, also jetzt vom Matchmaking her auch eher Glück gehabt. Und zwar zwei Radarschiffe mit dabei, aber ja, damit werden wir schon irgendwie umgehen können. In dem Sinne, gleich nach vorne, Attacke, rein in B. Oh, hier mal schön an den Strand hier ran. Vielleicht doch gar nicht so verkehrt, oder? Man hat irgendwo Radar dort, wenn es jetzt nicht irgendwo von da hinten passiert. Und halt vielleicht von Inzwischiffen weniger bebannert werden kann. Dann mal da, eine Bajie. Jetzt spotten wir halt nicht mehr richtig, oder? Was ist hier schon irgendwas drin? Nee, die fällt mir so ja nicht. Eine Kronstadt sogar. Ja, dann toll. Ach nee. Die ist nicht hier reingefahren. Aber irgendwas ist auf der Seite. Sonst wäre ich schon offen. Da ist die Alaska. Na, Strahimi hatte mich kurz aufgedeckt. Und jetzt bin ich wieder zu. Georgia. Oh. Ah, der Tarnwert ist halt so eine Sache mit den Russen, ne? In Verbindung mit. Oh, wenn ich Zerstörer fahren können. Oh, da hat er mich eh noch aufgedeckt gehabt. Oh, immerhin ist die neue Strahimi rausgefahren. Aus dem Cap. Mal gucken, ob es da auch aus dem Cap draußen bleibt. Oh, ne. Ist hier reingefahren. Oh, da bleibt man noch ein bisschen offen, Guma. Wenn es noch ein bisschen weiter rankommt. So, Torps raus. Leider bleibt es halt bei den 3x3. Und 3x3 auch nur, wenn man sich einmal komplett gedreht hat. Das ist halt irgendwie. Na, das mag ich irgendwie nicht so. Also, wenn auf der anderen Seite jetzt auch nochmal zwei Werfer wären, dann wäre es okay. Aber wegen dem E-Werfer nochmal komplett drehen, ich weiß nicht. Der wieder vorwärts? Ne. Was? Da. Alter Schwede. Das war knapp. Ah, die neue Strahimi halt, ne? Oh, zwei Treffer. Boing, boing. Gut Schaden machen die Torps, ja? Ah, dann. Ganz schlechte Timing. Machen wir mal so. Ja, los, dann kann man hier. Finish hier mal die Bajie. Aber die neue Strahimi mal versuchen zu pushen, die ja. Lieber nicht. So, wieder rausgefahren. Machen die Tops hier eigentlich für den Damage? Oh, 15.000 ist okay. Das ist echt nicht wenig. Für Stufe 9. Oh, guck mal hier. Oh, es sieht nicht schlecht aus. 2 vielleicht. Schön. Oing. Und Wassereinbruch kann nicht repariert werden. Oh, geil, er hat nämlich doppelten Wassereinbruch.
So, C ist noch nicht Yogumo drin. Also könnte man da jetzt gleich mal hinfahren. Mal aufpassen, wie die Alaska da hinten macht. Wer unten an die Insel ran, warum nicht? So, dann hat man den Kill gekriegt. Aber das machen wir mal. Oh, ist natürlich sehr glücklich gewesen, dass die jetzt da reinfährt. Aber naja, wie ihr gesagt, ne? Glück ist eine feine Sache. Kommen die so schnell vor, die Torps? Tomsa? 66 Knoten, das ist eigentlich eher Standardwert. So, Donskoy, Neptun, Pommern, hier sind eigentlich so viele Schiffe. Jetzt bräuchte man hier nur noch eine Unterstützung. Ah, hier vielleicht sogar noch was rein. Die Georgia. Aber tatsächlich eh da. Cool, nur zwei sogar. Nicht schlecht. Schöne Runde, was Damage betrifft auf jeden Fall. So, das ist schon mal gut. Gleich mit der ersten Salve auf der Alaska abgefackelt. So, jetzt muss ich halt nur langsam mal ein bisschen was ankommen. Er ist jetzt rausgefahren. Komm, 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 komm. Der hat den Motorboost angemacht. Schwein gehabt. Der hilft einem natürlich auch beim Abbremsen und Rückwärtsfahren. Eieiei. Das ist jetzt echt schlecht für mein Schiffchen. Das fand ich gut. Ah, zum Glück lief er da schon eine Weile. Noch außerhalb der Reichweite. Das war praktisch. Oh, irgendwie keinen Schaden gekriegt. So, macht jetzt bitte mal die Alaska da buddig. Das wäre doch toll. Die Yogumo, die ist ja so. Was ist denn? Die Yogumo hat ja kein Leben. Die könnte man echt pushen. Haben wir keinen Dito-Fresser? Ich glaube, Signal habe ich drauf. Yogumo ist jetzt in B schon drin. Boing! Perfekte Radar. Saint-Louis fährt jetzt rückwärts. Liegt jetzt auf der rechten Seite zwei Werfer? Achso, der hintere ist einfach, der ist egal in welche Richtung. Ah, okay. Das ist ja schon mal gut. Allzu lange, das überlebt sie nicht. Gucken wir mal, dass wir die Alaska nochmal top kriegen. Oh, die Saint-Louis ist jetzt die ganze Zeit schön auf. Das ist jetzt ganz gut. Schön gespottet, so wie jetzt die Alaska auch noch.
dreht jetzt hoch, war schade. Naja, halten wir so wenigstens in der Luft. Was hat so 12,2, glaube ich, ne? Das gilt. Tarnwert. 11, ich glaube, das war mit 12, ein bisschen. Oh, haben wir schon fast 58.000 Spotting Damage, immerhin. Oh, 115.000 Schaden. 2 Punkte erobert. 3 Schiffe kaputt gemacht. Sehr, sehr gute Runde. Und ich habe vorher tatsächlich überlegt, ihr habt ein paar Special-Fähnchen raufzuhauen. Ach, dachte ich mir einfach, machst du sowieso wieder eine ganz schlechte Runde. Mit 20.000 Schaden und Schrott. Hätte ich's mal gemacht. Einzige, was ich nur drauf habe an Special-Fähnchen, ist die erhöhte Spiel-XP. Das habe ich drauf. Ja, Free-XP kann man halt irgendwie nie genug von haben. Ich zumindest nicht. Ich meine, das war wie gesagt nur noch ein Free-XP-Schiff zurzeit verfügbar, dass man sich überhaupt holen kann. Und das könnte ich mir von der Punkte her auch holen, die ich habe, aber... Die Azuma lockt mich halt irgendwie nicht so wirklich. Das ist es halt. Dann drehen wir nochmal in die Richtung. Ich hoffe ja eher, dass jetzt von den Italienern vielleicht da die Marco Polo. Ist die Marco Polo? Ja, ist doch Marco Polo, ne? Jetzt kommt das Premium-Schiff, dass die für FreeXP kommt. Das wäre cool. So, vielleicht. Überleg gerade offensiv zu schießen. Aber das geht bestimmt schief. Jetzt dreht er schon wieder in meine Richtung. Aufpassen, das bin ich auch bald aufgedeckt. Jetzt war er schon mal da, oder können wir ja überschießen? Fährt auf jeden Fall einen sehr guten Kurs. Hat bestimmt eine Hydro an. Au. Jetzt hören wir aber mal auf zu schießen. Alter, und nochmal 4. Ach, die fressen eh. Alter Schwede. Wahnsinn, hat mich fast komplett rausgenommen. Was machst du da eigentlich? Bist du jetzt wieder vorwärts? Oder fährst du da irgendwie? Bleibst du da? Ah, mir fehlt halt aber auch echt noch ein Rad. Ein Radar, genau. Ja, da fehlt mir eigentlich auch. Ne Nebel. Also ich muss hier irgendwie da noch ein paar Skillpunkte unbedingt drauf bekommen. Denn das ist irgendwie nicht so gut. Oh! Wo ist die Taste? Da ist die Taste. Oh, nochmal eine fette Salve kassiert. Ja, na, ist klar. Aber da fliegen dann nochmal zwei Dorfs rein. Ah, die Alaska kann jetzt auch keiner mehr killen, weil ich muss jetzt hier mal langsam aufpassen, dass ich nicht verrecke, oder? Sonst könnte die Runde tatsächlich noch verloren sein. Hau mal lieber ab. Noch ein Top-Treffer. Schönes Ding. Oh.
Dreht jetzt weg, oder? Ja, sieht so aus. Ja, ich darf jetzt nur nicht sterben, dann ist alles gut. Auch selbst wenn ich sterben würde, wir haben ja jetzt hier noch Punkte, wir haben alle drei Caps. Aber muss ja nicht sein, oder? Ja, mal gucken, ob wir hier tatsächlich noch einen Tortreffer auf den Friedrich schaffen. Gut, dass ich die Tops ausgebaut habe. Die Runde habe ich damit viel machen können. Ist ja natürlich nicht jede Runde, so bei weitem nicht. Läuft vorher ab, die Runde. Aber wenn sie mal treffen, machen die halt auch echt Schaden, ne? ...2380 Grund-EP. Das ist ordentlich. Das ist echt ordentlich. Dann mal hier... Oh. Oh, Schlachtschiffe halt. Jutani machen mit den Torfs halt, ne? Die Bajet halt. Dadurch, dass er den doppelten Wassereinbruch nicht reparieren konnte. Super Pech für ihn. Super viel Glück für mich. Wie viel EP hab's jetzt hier? Alter Schwede, aber dadurch, dass ich jetzt dieses Special Fiend drauf hatte, ich hab's 8000 für XP, das ist geil. Ja, mal gucken, aber ich glaube, für den Rumpfausbau reicht das noch nicht. Ach Quatsch, nicht Kapitän. Wir müssen gucken hier. Oh, doch, echt. Na, siehst du. Oh, nächste Runde sogar noch den. Was, Torpedos wären besser? Was passiert denn da? Bitte hier noch irgendwie plus 7. Ah, guck mal ihn an. Zeig 5er Werfer. Oh, das ist denn wieder okay. Ah ja. Oh, ein bisschen mehr Details wieder dazu gekriegt. Echt ein schicker Zerstörer, wa? Ich finde ja. Ich hab mal fast überlegen, ob man den behält. Ich habe ja jetzt hier durch den Werft-Event, die mir die Tarnung erspielt. Da bin ich noch einmal überlegen, wo ich die raufholen soll. Tja, naja, nee, ich glaube nicht, dass ich die auf der Ruderlauf habe. Aber, tja, irgendein neuer Premium-Schiff vielleicht. Vielleicht Friesland? Hm, wissen wir noch nicht. Mal gucken, irgendwann wird mir das schon einfallen. Ich würde sagen, jo, gelungene Runde. Und gelungener Abschluss mit den Worten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.